Puh, bin ich froh, dass diese Level-Mod nicht irgendwie buggy war. Also, dass wir jetzt die Klassen messen können. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zum dritten Part und wir starten mal die Charakterauswahl. Können wir eine Klasse auswählen? Das hat jetzt nicht so naja, auswegende Änderungen. Einfach, es gibt einen Bonus zu Fähigkeitenpunkten dann, wenn man jetzt mal hier drauf drückt. Da haben wir einfach 20 freie Skillpunkte. Wir haben jetzt zum Beispiel 10 auf Mining, plus 5 Digging, plus 5 Smelting und zusammen sind, glaube ich, alle Klassen 20. Wie hier freie 20. Also, ich empfehle einfach mal am Anfang irgendwas mit Jäger zu, also mit Jäger, also mit Kampf zu tun hat. Weil, ja, sonst könnt ihr nicht richtig leveln. Oder. Ja, es ist nicht so praktisch, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier Fischen macht. Ich weiß nicht. Also, Melee würde mir am besten gefallen mit Warrior. Aber ich möchte natürlich auch sehr viel Ding nehmen. Wer ist das? Nein, Scout. Marksman. Der Scout. Scout hat Marksman, dafür aber 5. Stat und 5 Athletik, das ist nicht so gut. Ich nehme Warrior, weil da gibt es alle, die ich will. Und ich weiß nicht, ob man Klassen messen kann oder es irgendwie resetten kann oder so. Sonst Warrior tönt eigentlich am besten oder Assassin, aber Assassin hat Stil, da brauchen wir wirklich nicht. Also, bei Warrior am besten tönt, nämlich Warrior. So, und dann muss ich nochmals L drücken. Und dann haben wir hier eben die Stats, die verschiedenen Fähigkeiten. Und für mich ist am wichtigsten Schwert, Defensive, bisschen Athletik. Achri vielleicht noch mehr, sobald die dann macht. Aber am besten. Ah, wir haben keine. Genau, wir haben noch keine. Fähigkeitenpunkte, das geht leider ein bisschen. So. Weil ich den Saft sowieso nicht nehme, weil das. Ich mag gegen den dunklen Saft, den will ich nicht verschwenden. Saft am Anfang. Noch nicht. Werde ich den mal rauslegen und dann warten auf einen roten Saft oder so. Haben wir die. Haben wir die Dinge gepflanzt, die Erdbeeren? Also nicht diese Erdbeeren, die anderen. Ja, wahrscheinlich schon. Okay, dann schießen noch rein. Und was wollte ich noch craften? Ah ja, ich wollte doch Eisen holen, aber konnte es ja nicht wegen den. Kann man hier irgendwo runtergraben, ohne dass. Ah, ich habe ja Erde. Und dass ich dann Sand abbauen muss. Nein, ich soll eben nicht so. So, ich sehe die Linie nämlich fast gar nicht. Ist gerade gut so. Also haben wir hier was. Wir haben hier einfach eine Höhle. Bisschen Kohle. Also ich hoffe einfach, dass Minecraft, also Hexit nicht so wird, dass man später einfach keine Angst mehr haben muss von Monstern oder so, dass wir zu OP sind. Weil so gefällt mir einfach Minecraft mehr, wenn man extrem Angst haben muss. Ich spiele eigentlich immer auf schwer und schwer ist mir noch total zu leicht. Und ja, sterbe nie und dann ist langweilig, wenn wir ein bisschen. Aber eben das Let's Play zum Server von Starpuck geht natürlich weiter. Aber wie viel und ja, was, ja, das müsst ihr mir ein bisschen. Ja, dass es für mich eigentlich ein bisschen lohnt. Also, dass ihr mir ein bisschen auch etwas gebt oder diskutiert oder liked oder irgendwas so ein bisschen etwas schenkt, gell? Okay? Dankeschön.
Ich habe Eisen, das habe ich gewollt und jetzt so. So, die Kupferbeerenbüsche, ich weiß es nicht, die bringen irgendwie überhaupt nichts. Also, die muss man zuerst sowieso irgendwie vermehren und dann schmelzen. Und ja, das kann ich irgendwie nicht. Ich muss alles üben. Also ich bin wirklich total Anfänger mit Tinkers Construct. Ich kenne zwar einen Kollegen, der mega cool Mann, der hat mir schon ein paar Sachen erklärt, aber irgendwie geht das mir irgendwie wieder durch die Lippen. Also vergesse ich es schnell wieder. Ich kann es einfach nicht behalten. Ich mag Schmelzen nicht so. Also es ist für mich einfach zu zukunftslastig. Die mache ich da unten. Und nein, hier mache ich da oben. Weil die brauchen wir nicht. Aber vor allem jetzt noch nicht. Wir könnten sonst mal ins Buch schauen. Ich denke, das ist Englisch. Also, ich kann es leider nicht euch übersetzen. Da müsst ihr leider selber das Ding, weil ich sehr schlecht im Englisch bin. Irgendwie. Also, im Übersetzen bin ich sehr schlecht. Im Lesen, ich verstehe eigentlich fast alles. Beim Reden bin ich zu scheu. Ja, hier kann man so die Patterns und so machen. Das sind Tools. Ah, das sind die zum Tools machen. Orbey Bushes kann man. Für was ist das? Ah, die wachsen im Untergrund bei Dunkelheit, das müssen wir irgendwie die Fackeln dann wegmachen. Oder sie dann wechseln. Okay, das ist recht viel. Punchy Stick, a few traps of blockades may help with you. Also, Fallen in Blockaden helfen dir, ich weiß es jetzt, also wenn jemand das weiß, bitte klären. Ja, die Sachen, was ist das? Groot ist das, Groot. Und dann da kann man Bricks herstellen und da kann man Schmelzofen so machen. Aber ich werde wahrscheinlich ein Dorf suchen und die Schmelze abbauen. Ich habe dafür keinen Nerv. Jetzt haben wir Fackeln, jetzt kann ich da drauf auch noch eine machen. Oh, die Pflanzen sind nah nebeneinander gewachsen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da. Okay, sind genug. Also später merken, wenn wir vielleicht die Pflanzen, also dass der ganze Baum wächst. Das geht. Also ihr seht, wenn ihr das in der Hand habt, wie zum Beispiel Fucking oder so, ihr seht, als würde es abgebaut sein, aber es kam nicht. Also einfach nochmal klicken. Okay, es geht wirklich gar nicht. Also müsst ihr aufpassen. Die sind noch nicht gewachsen. Diesen mal gewachsen. Ja, danke. Ich will nicht immer, dass es in Inventarplatz gefüllt wird. Also vor allem ein Ausweislautplatz. Ich muss hier mal Bäume fällen. Und wir haben 3 Skillbombs wegen irgendwas, wahrscheinlich wegen dem Ofen. Das ist gut, das ist sehr gut und das überrascht mich. L. 2 Skillpunkte Defensive. So. Sonderzeugs brauchen wir nicht. Noch nicht. Wir müssen uns jetzt im Nahkampf stärken. Jetzt haben wir keine Chance. Von diesen von diesen Champion Monster, die mich irgendwie 4 Herzen kosten so far. Ja, ist schon ein bisschen unfair. Also, ja. Ich möchte irgendwie hier ans Meer wohnen oder so. Also dort auf der Halbinsel. Also es wird leider einige Zeit gehen bei mir, aber dafür können wir mehr entdecken und so.
So, hatten wir nicht. Habe ich die reingelegt. Die bräuchten wir die Zuckerrohrpflanzen. Die Stängel. Hallo Stängel. Dort sind sie. Daraus können wir Saft machen. Dann machen wir später, machen wir mal den Saft hier runter. So. Und den Schießer hier hin. Gut, das haben wir. So. Dann haben wir bald genügend Essen. Also machen wir das hier hin. Und ein bisschen Holzbretter. So. Mal schauen, wenn ich anfange zu bauen. Also ich will jetzt nicht zu viel Fortschritt machen jetzt mit dem Kampf, mit den Levels und so weiter. Ich möchte schon langsam dann anfangen zu bauen und zu schmieden, also mit dem Smeltery-Zeugs von Tinker's Construct. Und ja, mal schauen, wie weit ich komme ohne Hilfe. Sonst muss ich dann ein bisschen Wiki oder so schauen. Oh Gott, jetzt will ich doch gerne die... Wird Nacht, oder? Es wird hier gar nicht Nacht, diese Warte, das ist so dunkel. Also, gehen wir halt hier schon mal pflücken. Ding habe ich wieder nicht Zucker genommen. Bin ein bisschen fair, also ich bin sehr, sehr müde. Also wenn 12 auffällt, dass ich irgendwo unkonzentriert bin, es ist wegen der Müdigkeit, es ist wegen der Übelkeit, es ist wegen den Kopfschmerzen und also, ja. Ich sollte eigentlich nicht aufnehmen, aber ich mache es trotzdem, weil ich so lange vermisst. Wieso habe ich Iris? Das nehme ich mit dem Pflanzen irgendwo hin. Die Grape kann man noch hochstellen. So. Jetzt kommst du mit, bitte, Zuckerrohr, bitte. Ich möchte, dass du mitkommst. Also, wo pflanzen wir? Hier haben wir doch ein zweites Ding, dann haben wir nämlich näher an der. Ja, Leiter auch wieder so schlecht. Machen wir das am besten hier, also so nah wie möglich an der. Was ist denn los? So, gut, also, das haben wir. Und als nächstes noch kurz. Zum Garten schauen. Es wächst so langsam. Wenn ich ein Level habe noch, dann werde ich mal kurz eins ins Farmen machen. Wahrscheinlich wächst es dann schneller. Aber auch nicht zu schnell, lasse ich mir nicht zu viel in Farmen machen. Was ist denn das für ein Mischbaum? Soll ich die fällen? Mich interessiert etwas, was man daraus für Blöcke machen kann. Was für Farben es hat. Ja, aber bitte ganz fein. Dankeschön. Failed Recapture. Also es kommen daraus rosa-rot. Okay, und das? Oh, Ahorn sieht gut aus. Wir haben leider keinen Sprössling, also Setzling. Ach Mist, zu wenig Ding gewesen, Blätter. Ja. Die Pflaumen sehen auch sehr extrem weiblich aus. Okay, dann hole ich nochmals den Ding, die Hacke und werde dann dort ein bisschen mehr Felder hinstellen, damit wir endlich ein bisschen vorwärts kommen. Lol, ich dachte, das ist ein Eichhörnchen. Dabei ist es so ein Riesenschmetterling, der einfach schlecht Ding war, positioniert. So,
Ja, die ist noch hinlegen irgendwo. So, was will ich noch mitnehmen? Baumwolle. Wir könnten Baumwolle anpflanzen. Gästen brauche ich jetzt nicht mehr. Wintersquish, Gantaloupe. Die Auswahl ist wirklich schwer. Nutmeg kann man nicht anpflanzen. Ja, dann bräuchten wir eigentlich mehr Sachen. Ich könnte die Melone auch anpflanzen. Und wo sind die, hier. Da ist der Kürbis. So. Und so, genau. Dann haben wir eine Melone und vier Dinge. Und die der Sonnenstand ist. Okay. Schmetterling in der Wüste. Also wirklich einer der besten Tiermods. Also von der Animation und von dem Design her ist schön. Wunderschön. Komm bitte, lass mich schlafen. Ich weiß nicht, ob ich hier auch ausleuchten soll. Um so zu sichern. Mach ich mal. Wir haben ja jetzt genug Fackeln und Kohle haben wir eigentlich auch wieder sammeln können. Genau, ein Stück. So, jetzt spawnt wieder überall irgendwas. Ah gut, ich kann schlafen. Puh, ich habe doch schon gedacht, ich kann auch nicht sleep, wenn Monster nur happy. Da ist Eisen, das ist Kupfer. Ja, das kenne ich so langsam. Einfach die Farbe nicht scheinbar, weil ich immer Texture-Packs sonst habe. Mein Kupfer ist doch eher so ein bisschen bräunlich. Also so, wie sagt man der Farbe? Mischfarbig, kupferfarbig. Kupfer ist wie Fruchtkupfer. Sie sieht einfach aus wie Kupfer. Das ist auch... Eisen, Eisen macht mich froh. Damit kann ich eine Eisenrüstung bauen. So, danke schön. Jetzt gehen wir mal hier entlang. Oh. Die Skelette sehen immer so creepy aus mit ihrem Köcher und eventuell verzerrten Pfeilen und so weiter. Also, richtig genial. Ich fühle mich schon fast wie bei Diablo. Also Diablo 2 eher. Diablo 3 war, ist ja nicht mehr so brutal. Also eigentlich war Diablo nie brutal. Aber ja, soll ich sagen. Also halt das Design ist einfach so ein bisschen zum Fischen. Zum ich kann es einfach nicht sagen, weil ich überhaupt nichts fürchte. Also ich kann nicht sagen, wie fürchtig ihr seid. Aber ja, für mich ist es eben, ja, ich schaue manchmal Horrorfilme zum Einschlafen. Okay, da oben ist hell. Ah, den Magic Young können wir auch noch machen, ich muss einfach schauen, wie der geht, weil da können wir dann immer gut rausfinden. Ah, die machen Schaden. Ah, ich fühle mich betrogen von den Büschen, also hinterhältig. Wieso machen die Schaden? Haben die irgendwelche Säure? Oder Säue? Oh Gott. Also, jetzt bin ich schon ein bisschen motiviert aus dem ersten und zweiten Paar. Also, wahrscheinlich fängt es jetzt dann bald an, das Sarkastische. Nein, einfach das Lustige. So sarkastisch will ich auch nicht sein. Also ich muss unbedingt üben, dass ich ein bisschen weniger mich auf meine
ja, wie es mir geht, wie ich rede, Hochdeutsch. Im Schweizerdeutsch, da bin ich sogar, wenn ich gelangweilt bin oder so, bin ich irgendwie so ein bisschen motivierend. Aber auf Hochdeutsch, das heißt, ein bisschen übertragen, wenn man es halt nicht so kennt, es ist halt schwer. Und vor allem, ich muss ja auch bald Englisch können. Und oh, wenn ich das noch auf Englisch machen müsste. Ja, Sprachen lernen ist schwer. Also, wir gehen jetzt hoch. Ich habe so viel Eisen jetzt. 33. Ja, das reicht für eine Eisenrüstung. Sollte die nicht am Boden tun, sondern links auf der Seite, damit ich auch zurück weiß. Ich nehme noch ein bisschen mehr Kohle. Ja, wir haben viel zum Schmelzen. Gut. Also eben Salz brauche ich nicht. Aluminium nehme ich mal hin. Also Salz, da muss ich dann auch nachschauen, was man alles machen kann. Also ich habe immer Salz gesammelt. Also nach anderen Mods. Wo ich Palm selbst. Ah, das sind. Okay, immer noch kein Eimer. Ja, so gehen wir wieder zurück, oder? Gehen wir oben zurück. Hier? Ah, hier war ich schon. Ah, gut. Also die Höhlen sind zwar sehr verzweigt, aber man kann relativ schnell wieder zurückfinden. Das ist praktisch. Ja, das mache ich nämlich jetzt. Das nehme ich jetzt. Ich wollte es ja oben drauf tun, genau deswegen. Hallo? Hey! Haben die neues Aim-System? Das ist ja mega. Oh, da kommt man wirklich. Schlucken über, hey. Schlucken durch. Oh, ups. Und Horror und. Also Modpack-Entwickler, bitte das nächste Mal, vor allem am Anfang, nicht so ganz die schweren Gegner und so hintun. Damit auch Spieler, die nicht so gerne schwer haben wie ich, also zu schwer haben. Schwer hab ich schon gern, aber so schwer will ich jetzt gar nicht gerade haben. Und meine Stimme verreckt. Also, Zombies, ihr werdet. Ich könnte einen Sound noch hinsetzen. So, ich werde jetzt von hier vertrieben, okay? Fertig jetzt. Schluss damit. So, um den Eimer machen. Sonst vergesse ich es leider wieder. Wie so vergesslich ich bin, wenn ich unkonzentriert bin. Also, das nicht. Das. Die Dinge möchte ich wieder mitnehmen. Gray, liegt Gray. Das ist Glückste. Also irgendwoher kommen die Zombies und wollen mich da ein bisschen mobben. So, ich hoffe, jetzt kommen sie nicht. Das mache ich da hier einfach. Noch ein Ding, das baue ich dann ab, wenn ich runtergehe. So. Also hoch will. Genau, wenn ich hoch will, baue ich das ab. Das reinlegen, das reinlegen. Der E ist mal hochsetzen. Und das Fleisch in den Ofen unbedingt. Also Iris, du wirst hier Iris versauen. Mal einer hoch. Was ist denn das für eine AI? Die folgt mir einfach, also die weiß ganz genau, wo ich bin und findet mich. Die haben alles Saying A oder die haben diesen Magic Yarn oder so. Aber voll krass. Das ist ja Wahnsinn. Also bitte, hey, nicht so Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist die Hölle.
Und hier braten bitte. Ich brauche Leder. Oder geht das nicht? What the fuck? Ist da nicht drin? Oder nicht mehr drin? Okay, ich tue ihn rein. Flash to Leder heißt der Mod. Ich brauche doch Leder. Und ich muss mir irgendwie Kühe holen. Ach, Menno. So ist der draußen. Ich weiß nicht. So, also. Nächste Mission. Und welchen holen? Ah, ich bin so langsam. Ich müsste die ganze Zeit rennen und ich müsste meinen Hunger verlieren. Ah. Ja, ich mache hier zwei. So, jetzt, wie mache ich das? Ich muss hier also noch. Hier mache ich die Kürbiskerne. Auch wenn man es jetzt nicht so braucht. Und hier mache ich die Melonenkerne. Und zum Beispiel hier mache ich Gerstensamen. Am besten so, dass die Kerne nicht auf die falsche Seite wachsen. Da. Und der Rest ist egal. Ja, so ist gut. So. Und das tauschen wir dann, wenn wir mehr Kerne hätten, mit Gersten aus. Also Weizen statt Gerste. Gut. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen mehr von den Bären. Praktisch. Okay. Ist schon wieder Nacht? What the fuck? Und da habe ich gar nicht geschlafen. Ah, es ist eine große Umstellung zu sehen, wie wann spätestens so, weil bei Sparks, das ich meistens verwende, dort ist es erst später irgendwie dunkler. Also so, dass man dann gleich schlafen kann, wenn man sieht, ja, die Sonne geht um. Noch Knochen verwenden und diesmal hoffen, dass es geht. Wahrscheinlich ist es auch wieder geändert. Es wurde so extrem an Vanilla geändert, dass man es als sehr viel neu verstehen muss, lernen muss hat und das Balancing wieder besser verlernen und so. Also nicht überschätzen oder so. Das ist schrecklich. Also ich bin noch ein bisschen am Überschätzen. Soll ich die abbauen? Wie kann man eigentlich, dass man den nur ein Block abbaut? So, ah, okay. Einfach schleichen. Zypressenstamm. Weiß-graues Holz. Nö. ja, ich will nicht so altmodisch, als soll das Style haben. Ah ja, der. Okay. Alles, wirklich fast jedes Holz ist irgendwie pinkfarbig, lila, rötlich. Ich möchte gerne so etwas. Ich möchte eigentlich das blaue Holz haben. Was ist das? Halesia-Holz? Kenne ich glaube ich nicht. Von Natur ist das okay. Natur kenne ich eigentlich, aber wahrscheinlich ist es eher neuierter Ding. Ja, danke. Oh, wir haben 30 Skillpoints, also das nächste Skill. Aber ich muss irgendwo in Sicherheit sein. Also, jetzt schaue ich kurz. Halesia Baumstämme aus. Nö. Und soll ich aus Stein oder so etwas irgendwas machen? Kommt.
darauf an, welchen Stein. Vielleicht muss ich dann doch ein Texture-Pack reinmachen, weil dann einfach viel besser die Häuser gefallen. Aber eventuell gar nicht Sparks, sondern irgendwas, das am besten zu Exit passt. Bisschen männlicher ist. Also wenn ihr Vorschläge habt, nur rein damit, aber es sollte mindestens 64 Pixel haben. Also so ein Rustic da, wie heißt es, das Rustic Pack, Medieval Rustic. So etwas hat leider nicht so viele Pixel, aber wäre wunderschön. Alessia war ja der helle. Ah, und Strauch. Ich setz nichts. Ich muss mich zuerst entscheiden können und dann setze ich die Bäume. Und der Baum dorthin hat eine komische Form. Also. Ich könnte hier irgendwo einen Skillungraum bauen. So, genau, also die kann ich benutzen, die kann ich benutzen. Baron, so, und den Schuss kann ich auch nehmen. So, so, so. Ja, mal schauen, was sie trinken. Also wahrscheinlich die Blackberry Juice. Und Daimer. Ich mache Daimer am liebsten ganz rechts, damit ich schnell mich von der Lava retten kann oder so etwas. Habe ich jetzt ein Holz runter? Ja, ich muss da noch tauschen. Jetzt ist die Frage. Ja. Ich mache einen kleinen Eingang hier. So, mach hier zu. Kurz eine Fackel hin. Und jetzt kann ich mir in aller Ruhe. Falscher Knopf. In aller Ruhe kann ich jetzt hier noch ein bisschen leveln. Mach ich mal 5. Farming 1. Einfach mal schauen, ob es schneller wächst. Dann. Was ist Chance? Zweimal wird Drops. Immer 5 Punkte erhöht es die Chance, dass 2 Wheat Drops. Wheat heißt nur Weizen, oder ist das alles gemeint? Fischen lohnt sich nicht. Wirklich überhaupt nicht am Anfang. Du bekommst ja eigentlich immer nur mehr Fische. Ich werde eine Angel machen, die am besten keine Verzauberung hat, nur Haltbarkeit. Weil beide tun so, dass das eigentlich die Schätze, die eigentlich ich will beim Fischen, nicht mehr so oft droppen. Damit ich die Verzauberung, die zwei Fischrouten-Verzauberung nicht. Oder erst später, also erst wenn ich Fische will. So, mache ich da noch eins in Mining. Und Digging, das ist zu schnell sonst. Ja, mache ich auch eins. Sneaking könnte ich eins machen. Kochen eins. Schmelzen 1. Wooden Cutting 1. Jetzt habe ich jetzt mal über 1. Und Fishing 1. Jetzt habe ich über 1. So. Und jetzt habe ich noch 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke. Hier sind überall irgendwo Zombies. Der Zombie-Schädel nützt nichts. Da ist er. Wieso spawnen die hier? Ach, da ist einer.
Komisch, komisch, komisch. Aber wahrscheinlich einfach, weil sie sonst nirgends spawnen können. Weil es gibt so einen Mod. Ich weiß nicht, ob der Mod hier drin ist. Aber der macht so, dass das unbedingt irgendwo ein Monster in der Nähe müssen zu sein und so. Weil es irgendwie gefährlich sein sollte dann und so. Finde ich nicht. Also ich finde es nerviger als irgendwie schwer. Aber das mit der Fackel ist eine gute, also eine gute Idee. Es gibt es in anderen Spielen schon lange, einfach in Minecraft nicht. Da unten ist Essence. Es gibt Levels. Hup, hup. Ja, oh gut, ist. Hä, das ist ein bisschen verbuggt. Also, ist der. Was ist denn los hier? Darf ich bitte hier runter, ohne dass man irgendwie sich in die Luft sprengen lassen muss? Gott, oh Gott. Ja, ich brauche Licht. Das vergesse ich noch ein bisschen. Es hat so eine große Höhle, aber wirklich nur eine einzige. Nur eine einzige weit und breit. Aber die ist so gigantisch. Darunter könnte ich, aber... Ich schreibe einfach Berries. Ich weiß nicht, ob ich es richtig schreibe. Nein, ich will nicht Player Deads. Ich möchte Gruppe wissen. Alle. Ich schreib's jetzt auf Deutsch, dann weiß ich's genau. So, und das ist nämlich eine interessante Place. Was war der Ding C, glaube ich, ja. Interessante Place mache ich. Grün, oder? Oder ist es irgendwie gelb? Es gibt kein Gold, das ist blöd. Ich hätte Gold genommen. Also wahrscheinlich. Ja, muss ich mal wieder ein Part beenden. Also machen wir das nächste Mal hier weiter. Also bis dann. Dankeschön fürs Schauen.